Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem ersten Baustellen-Vlog. Ich kann es gar nicht glauben, wir haben begonnen. Also noch nicht so ganz richtig, aber ich werde euch natürlich heute herumführen und mal alles zeigen, wie weit wir auch mit dem Ausmisten gekommen sind und dem Verräumen im Untergeschoss. Für die Leute, die sich jetzt nicht auskennen, was meint die denn? Welche Baustelle? Wir werden unten, also im Unterbereich des Hauses, die Kinderzimmer für Michelle und Patrick und dann kommt noch ein Vorraum und dann kommt noch ein Badezimmer für die Kinder fertig machen. Und ja, dann haben die Kinder quasi jeder ihr eigenes Zimmer. Die Lara und die Luisa werden dann in ein Zimmer gesteckt, während sie noch klein sind. Und ich werde mir aus Patricks Büro, aus Patricks Zimmer ein Büro zaubern. Auf das freue ich mich auch schon mega. So ein kleines Studiozimmer sozusagen. Büro, da kann ich alle meine Sachen reingeben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Momentan liegt alles im Wohnzimmer und es ist immer chaotisch, also immer furchtbar. Für Leute, die schon ein Homeoffice haben, die wissen, was ich meine. Schaut manchmal immer so katastrophal aus. Ja, ich bin aber gerade aktuell hier am Geschirrspüler ausräumen und hier ein bisschen am Aufräumen. Und danach werde ich euch unten ein bisschen rumführen und euch zeigen, wie und was und wo alles passiert. Und ich habe mich jetzt ein bisschen hergesetzt. Die Luisa ist ein bisschen quengelig, weil sie bekommt Backenzähne. Zwei auf einmal unten. Und ich werde jetzt ein bisschen frühstücken. Ich habe mir hier so ein Roggenbrot rausgeholt. Ich liebe so körniges Brot. Dann, darf ich nicht mein Brot hier zeigen? Dann gibt es dazu ein Brissot-Crenn-Meerrettich-Aufstrich. Super, super lecker. Der ist ein bisschen scharf. Und da drauf werde ich mir das drauflegen. Das ist so, ja, so ein Schinken halt. So ein, ja, eine Schinkenart. Ja, das werde ich jetzt frühstücken, ein bisschen E-Mails checken und Luisa trösten. Ja. So, meine Lieben, mittlerweile haben wir uns ja ein bisschen am Boden gesetzt und spielen. Ich mit der Luisa zusammen. Die Lara ist heute im Kindergarten. Sie möchte unbedingt im Kindergarten essen. Also sie isst jetzt nicht täglich, sondern immer mittwochs und donnerstags. Und ja, ich habe mir gedacht, wenn sie Lust hat, kann sie ab und zu mal essen. Also eh nur 2 von 5 Tagen. Und da haben wir auch ein bisschen länger Zeit quasi und muss mich jetzt nicht abstressen mit Mittagessen kochen. Wir frühstücken sowieso ein bisschen später. Ja, hinten warten noch 2 Wäschekörbe auf mich. Da sind einer und da unten ist noch einer mit Faltwäsche und der da daneben ist Bügelwäsche. Ja, aber ich spiele noch ein bisschen mit der Luisa hier. Da hatte ich ganz tolle Spielsachen rausgesucht. Luisa, jetzt haben wir Buch. Zeigst du mir die Katze? Wo ist die Katze? Buch. Buch, ja. Wo ist die Katze? Hey, du, wo ist denn die Katze? Ja, da ist die Katze. Miau. Bum. Bum? Bum. Elefant. Elefant. Mama. Anziehen. Schuhe. Fisch. Was? Ich komme heute zu gar nichts mehr. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, habe ich die Mädels von der Schule und Kindergarten geholt. Ja, du bist Gassi. Gassi? 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 Magst du Gassi? Gassi? Oh, Baby. Komm, geh mal Gassi. Geh mal Gassi. Ja! Gassi?
Gassi? Wer will Gassi? Ja. Na komm, Fifi, komm. So, meine Lieben, ich bin jetzt zurück vom Gassi und ich werde euch ein bisschen zeigen, oder ich werde euch ganz zeigen, wie das ausschaut, der Unterbereich. Und ja, bei uns schaut es auch momentan so aus hier im Vorraum, weil die Sachen, die alle da drinnen waren, die mussten wir natürlich jetzt irgendwie hier im Haus verteilen, teilweise auch im Garten. Ich zeige es euch mal. Also, wenn das hier fertig ist, ist das quasi dann der Durchgang in den unteren Bereich. Viele kennen das ja schon, oder? Und schaut mal. Oh mein Gott, der Papa hat jetzt schon alle Fliesen vom Boden runter gemacht. Das müssen wir auch noch. Oh, Schlüssel ist runtergefallen. Auf jeden Fall, so schaut das hier aus. Hier waren ja Fliesen, die hat er aber schon runtergemacht und hier war eine Holzverkleidung. So schaut das aus. Also der Vorbesitzer, der das Haus gebaut hat, der hat das quasi so hier gelassen und dann einfach nur die Holzverkleidung drüber gemacht. Und naja, schaut nicht so cool aus, ne? Auf jeden Fall wisst ihr Bescheid, hier habe ich immer meine ganzen Vorräte drin gehabt in so Regalen. Und hier geht man dann die Treppe runter. Das ist dann Michelles Zimmer. Und wenn man diese Treppe runtergekommen ist, steht man quasi schon in Michelles Zimmer. Wie ihr sehen könnt, ist hier alles weg. Hier waren ja ganz, ganz, ganz viele Sachen. Wir haben die ein bisschen verräumt und in den Dachboden raufgebracht. Einige Sachen haben wir natürlich auch entsorgt, weil wir nicht mehr gebraucht haben. Und Fliesen sind alle schon runtergenommen worden vom Papa. Das heißt, hier kann man quasi schon starten. Aber bevor es losgehen kann, so richtig hier unten, müssen noch einige Vorbereitungen gemacht werden. Die zeige ich euch dann später. Dann müssen wir dafür in den Garten gehen, weil wir haben natürlich noch nicht alles komplett leer bekommen. Hier im zukünftigen Vorraum der Kinder stehen noch Sachen, zum Beispiel die Werkzeuge vom Papa und einige Sachen, ja, die man halt so braucht, wie die Autoreifen, die Fahrräder und so weiter. Also viele, viele Sachen, die man halt in einem Haushalt so mal braucht. Rasenmäher, viele Elektrogeräte für den Garten oder auch fürs Haus, Bohrmaschine, also Werkzeuge. Ja, dafür wird draußen im Garten gerade eben die Gartenhütte oder wie nennt man das noch? Geräteschuppen gebaut. Das werde ich euch gleich mit rausnehmen. Deswegen also nicht wundern, hier stehen noch Sachen, deswegen kann hier noch nicht gestartet werden, weil zuerst muss natürlich der Geräteschuppen stehen, dann können wir alle Sachen raufräumen in den Geräteschuppen, also im Garten dann, und dann kann hier wirklich hier quasi die Baustelle wirklich losgehen. So viel dazu. Badezimmer bzw. Waschraum kennt ihr ja schon, habe ich schon gezeigt. Aktuell habe ich ja hier nur Waschmaschine und Trockner drinnen, aber zukünftig wird hier auch ein neuer Waschtisch reinkommen. Die Toilette wird auch ausgewechselt. Wir überlegen auch eventuell hier, da drinnen ist der Heizraum, ich kann euch mal zeigen. Schaut noch ziemlich spartanisch aus. Also hier ist unser Allesbrenner, also unser Holzofen, mit denen wir eigentlich gar nicht so heizen. Wir überlegen, den eventuell auch rauszumachen, weil wir den kaum nutzen, weil wir mit Gas heizen. Also für die Leute, die sich das wundern, mit was heizt ihr? Mit Gas. Ja, deswegen überlegen wir eventuell, den hier rauszunehmen und hier auch eine Dusche einzubauen. Also das überlegen wir uns noch, ob sich das mit dem Geld irgendwie ausgeht. Weil, wie man sich vielleicht denken kann, kostet eine Baustelle enorm viel Geld und wir müssen das Ganze ein bisschen durchkalkulieren, ob sich das wirklich ausgeht. Ja, dass wir da halt eine Dusche reinmachen, das ist ja auch nicht so ein Klacks. Deswegen mal gucken. Ja, und hier ist Patricks Zimmer oder Patricks zukünftiges Zimmer. Wie ihr sehen könnt, ist dieses Zimmer richtig voll gerammelt noch. Das sind halt Sachen, die wir wahrscheinlich noch behalten. Also das da, was ihr hier seht, ist alles Holz. Das muss alles klein geschnitten werden, kommt dann in den Garten. Ja, und das sind halt auch noch so Sachen wie Fahrräder, Bilderchen. Diesen Drehfußballtisch, den möchte der Patrick behalten. Der kommt dann, der bleibt dann quasi in seinem Zimmer. Dann haben wir hier natürlich noch Fahrräder. Sachen. Ja, wie ihr seht, ist dieses Zimmer hier noch nicht so richtig baustellen-ready. Zumindest hat dieses Zimmer hier keine Fliesen oder irgendwas am Boden, das noch rausgenommen werden muss. Hier geht es einfach darum,
dieses Zimmer muss dann quasi ausgeräumt werden. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, ob sich das alles in unserem kleinen Geräteschuppen, den wir da planen, ausgeht. Ich zeige euch das gleich auf jeden Fall. Das, wenn ihr seht, wie groß das hier ist und wie klein der Geräteschuppen ist, ob sich das ausgeht, werden wir sehen. Das wird auf jeden Fall unser Geräteschuppen. Das ist ein bisschen klein, also klein. 3x2 hat das. Ja, bin mal auf jeden Fall gespannt, ob sie das ganze Zeug, was wir im Keller haben, ausgeht. Auf jeden Fall ist hier ein Fundament, wie man sehen kann. Und es wird alles selbst gebaut. Also hier nichts gekauft. Also die Platten sind so und es wird einfach so selbst zusammengebaut. Ist echt cool geworden. Schaut echt cool aus, wenn man sich denkt. Schaut mal, kann man sich schon richtig vorstellen. Hier Hühner. Hier das. Der Papa hat übrigens seinen Garten ein bisschen, weil er hat hier immer so seinen Garten gehabt mit Karotten, Kartoffeln und sonst irgendwas. Und die Schaukel haben wir kurz ein bisschen weggeschoben, wie ihr sehen könnt, damit er hier arbeiten kann. Das Ganze wird dann ein bisschen nach hinten verlegt, weil ja, das geht sich dann sonst nicht aus. Aber schaut schon mega cool aus. Voll schön. Und hier voll die Werkstatt hier im Garten, ne? Wir essen jetzt noch schnell zu Abend. Die Kinder essen im Kreis. Die Männer planen die nächste Baustelle. Und ich genieße mal meinen Milchreis. Schaut lecker aus, oder? So, meine Lieben, ich bin jetzt im Badezimmer, weil ich werde mich jetzt schnell abschminken und dann ins Bett gehen. Der Papa hat jetzt kurz die Luisa, damit ich mich hier schnell abschminken kann. Und ich werde das jetzt ganz schnell in Windeseile machen. Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt bald mal ein eigenes Abschminkvideo drehen möchte, wo ich genauer erkläre und genauer zeige, was ich da mache und wie ich mich gern abschminke und so weiter. Und ja, das werde ich auf jeden Fall demnächst machen. Ich habe kein sauberes Abschminkpad, deswegen nehme ich dann immer so ein Waschlappen, nicht Waschlappen, sondern wie heißt das? Gästehandtuch. So, und jetzt noch schnell mit dem Lumi mein Gesicht abreinigen und danach ins Bett, weil ich bin echt schon hundemüde. Und ich werde mich auch hier zum Vlog verabschieden, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der erste kleine Baustellen-Vlog sozusagen hat schon mal gestartet. Also die Baustelle startet quasi schon, deswegen ja, wird es halt demnächst viele Baustellen-Videos geben. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ein nettes Kommentar, über das ich mich natürlich sehr, sehr freue. Und wir sehen uns.